Hallo, die Christina Stürmer hier und ich bin heute zu Gast auf dem Roten Stuhl. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Auf dem Roten Stuhl. Maria, die Freude ist groß. Ein Gast, den ich weiß gar nicht, wie viele Jahre schon probiert habe. Ich freue mich riesig. Christina Stürmer, servus. Servus, hallo. Hallo. Voll schön, dass du da bist. Ja, gefreut mich auch. Ich habe schon fast nicht mehr dran geglaubt. Hast mir angerufen, ja, genau, in Zukunft lösen wir das anders. Christina, ich bin ganz gern so ein Mensch, der so die Theorie aufstellt, was wäre passiert, wenn, in deinem Fall, wenn dich deine damalige Freundin nicht dazu überzeugt hat, zu Starmania zu gehen, beziehungsweise du den Buchhändlerinnenjob weggeschmissen hättest. Wo würdest du, glaubst du, da sein, wenn das alles nicht passiert wäre? Gute Frage. Also ich war damals schon in der Buchhandlung jetzt nicht so hundertprozentig glücklich, nenne ich es jetzt einmal. Also ich habe ja damals, bin ja schon in die Abendschule gegangen und habe da habe Englisch quasi absolviert, habe die Matura nachgeholt. Das heißt, ich habe Englisch gemacht und ich war gerade im Pädagogikkurs. Okay. Wollte eigentlich die Matura nachholen, damit ich dann, früher hat man ja gesagt, Kindergartentante werde. Also ich wollte einfach so, wie sagt man jetzt, Hort- und Kinderbetreuerin, Kinderpädagogin. Das war eigentlich so mein Plan. Mhm. Also wahrscheinlich wäre ich jetzt, wenn mir die Daniela Glaser, hat es übrigens geheißen. Okay. Haben wir es auch mal erwähnt. Ja, genau, die Daniela. Wenn die nicht gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich jetzt irgendwo in einem Kindergarten, würde lustig auf der Gitarre Kinderlieder oder so mit den Kindern trällern und war wahrscheinlich am Wochenende unterwegs mit irgendeiner Band. Mhm. Das glaube ich schon. Also Musik war ja immer schon wichtig für mich. Aber ich war ja nie so. Mir hat das immer Spaß gemacht, aber ich habe jetzt nicht so diesen Mega-Biss gehabt, so dieses, ich will einmal da die Bühnen von Österreich da alle erobern, sondern mir macht Musik Spaß, ich mag spielen, aber mehr war auch schon wurscht quasi. Ja, interessant. Also das heißt, diese Starmania-Geschichte hat die eigentlich in was reinbuxiert, natürlich im positiven Sinne, was jetzt gar nicht so dein Lebenstraum war. Ja, also sagen wir Lebenstraum. Wie gesagt, ich habe immer gern Musik gemacht, aber es ist halt einfach für mich immer total utopisch gewesen, jetzt da Karriere zu machen als Musikerin in Österreich. Das war halt einfach, ich habe gern in Bands gesungen, habe ja Saxophon und Querflöten gespielt in so einer Jazzband. Aber dass ich mit dem mein Geld verdiene, das war immer so. Also an das habe ich nicht einmal im Traum gedacht, weil das einfach so dermaßen utopisch ist. Das ist für mich klar war, das mache ich als mein Hobby. Und als Beruf muss ich was Gescheites machen. Die Eltern werden eine Freude gehabt haben mit dir. Ja, genau, weil ich denke mir so, dieser Gedanke, wirklich dann davon leben oder existieren zu können, das ist dann schon nochmal so ein Schritt, der ist eigentlich schon. Also da muss man schon normalerweise ein gesundes Selbstbewusstsein mitbringen, dass man das auch durchzieht. Ich habe das auch sehr spannend gefunden damals, wie dieses Vorsingen dann auch war bei Starmania. Da war ja nicht die einzige, logischerweise, die dort war. Und was man da so für Gestalten gesehen hat, das war halt einfach von bis. Also ich war ja immer das mega schüchterne Mensch eigentlich. Also mir hat eben damals meine Arbeitskollegin quasi hat gesagt, hey, schau mal im Internet, ich habe das da gesehen, da kann man sich bewerben und da kann man vorsingen, das ist eine Castingshow und da sind so vier Jurymitglieder, die quasi eine Ahnung haben und holt da mal quasi so ein Feedback, einfach, was die von deiner Stimme halten und meine Arbeitskollegin damals hat uns halt mit meiner Band, mit meiner damaligen, Scotty hat die geheißen, also war so eine Coverband mit ein paar eigenen Songs, haben wir da auch schon gespielt, die hat uns halt ein paar Mal schon gesehen. Und hat halt immer gesagt, boah, du hast so eine leibende Stimme und da musst du hingehen. Und wie ich dann dort war, war das aber irgendwie so, ich bin immer so eben so zurückhaltend gewesen und so, okay, ich singe, aber alles, sobald ich gesungen habe, war alles locker bei mir, aber sobald ich reden habe müssen, war ich dermaßen von steif und habe quasi einen Besen im Popf stecken können, also wirklich steif war ich da.
Und da waren halt andere Mädels und andere Burschen, die da vorgesungen haben, die halt einfach dermaßen überzeugt schon von sich selber waren und so viel Selbstbewusstsein gehabt haben. Also das war halt einfach so 101 zu mir damals. Mhm. Das war für mich dann natürlich sehr spannend, wie es dann geheißen hat, oh ja, die laden wir ein, dass du nach Wien kommst und dass du halt quasi da in der Sendung dabei ja, bist. Vielleicht ist das eh so, dieses, wenn man was nicht so unbedingt möchte, die beste Voraussetzung, dass es dann wirklich funktioniert, weil man es jetzt nicht so an sich heranziehen ja, möchte, fast mit vielleicht, Gewalt. Vielleicht, ja. Also vielleicht war das auch ein bisschen das, ja, das Rezept würde ich jetzt nicht sagen, aber dadurch, dass ich eben nicht so verbissen war und so mega ehrgeizig, sondern dass es halt einfach so, ich habe halt gesungen, weil ich gern singe. Ja. So. Und weil es mir extrem viel Spaß macht, auf der Bühne zu stehen, aber ja, nicht, also wenn es nichts geworden wäre jetzt quasi mit Starmania, war für mich die Welt auch nicht untergegangen. Ja, und ich glaube, bei vielen, die sich bei sowas bewerben, ist es aber dann so, dass eine Welt zusammenbricht und die dann gar nicht wissen, wie es weitergehen soll. Teilweise auch ja viel Selbstüberschätzung auch dabei, ich meine, das sieht man ja gerade heute bei Castingshows auch. Ja. Natürlich, mit denen werden dann Quoten gemacht, weil das sind die Ersten, die sie quasi öffentlich blamieren. Na, bei uns hat es ja immer, bei Starmania hat es ja die Kategorie leider Nein gegeben. Mhm. Wo ich mir immer gedacht habe, dürfen die das ausstreuen oder fragen die? Und die Leute haben da kein Problem damit, weil da war ja echt oft was dabei, wo ich mir dachte, oh, der kann wirklich gar nicht singen. Glaubt er wirklich, dass er singen kann? Und so. Also da waren sehr viel, also diese leider Nein-Kategorie, die habe ich mir unglaublich gemein gefunden einfach. Und auch, also ich habe, wie gesagt, bei diesem Vorsingen in Linz damals, da sind auch so viel rausgekommen mit Tränen in den Augen, wirklich zerstört, am Boden zerstört, weil sie eben nicht genommen worden sind. Mhm. Und das war für mich einfach so, was haben die alle für ein Problem? Also ich war ja auch noch immer der festen Überzeugung, selbst wie eingeladen worden bin nach Wien und selbst wie dann auch in der Sendung war und jeden Freitag quasi da in allen Wohnzimmern da zu Gast, im Fernsehen zum Sehen, war für mich eigentlich, ich habe nur immer geglaubt, wenn die Sendung quasi aus ist, da die Wochen drauf, bin ich halt dann wieder in der Buchhandlung. In der Buchhandlung. Ich habe mir halt Zeitausgleich genommen. Ne? Ich habe meinen ganzen Urlaub und Zeitausgleich alles aufgebraucht damals in der Buchhandlung, damit ich halt diese Proben machen kann im Fernsehen und damit halt einfach die Sendungen machen kann. Ich war halt der festen Überzeugung, dass wenn das fertig quasi ausgestreut ist, dass ich dann halt wieder die Bücher verkaufe. Mhm, interessant. Es gibt ja immer, gerade bei Castingshows, das ist gerade in der Branche, hört man das ja immer auch wieder, das ist ja nicht so, dass das nur unbedingt immer positiv ist. Man hat ja da teilweise dann auch Verträge, man ist auch ein bisschen gefangen in der ganzen Maschinerie. Wie, inwieweit schätzt du das ein? Wie gefangen hast du dich gefühlt? Ich meine, ich habe bei dir den Eindruck gehabt, du warst eh immer sehr cool und hast irgendwie, vielleicht eben auch aus dieser, dass dir gar nicht so wichtig ist, die große Karriere zu machen, trotzdem immer dein Ding durchzogen. Also so wie das schätze ich die Lage ein. Naja, für mich war immer klar, was ich machen will. Ich werde auch jetzt oft gefragt, warum ich glaube, dass das bei mir funktioniert hat und bei anderen, die gewonnen haben oder sonst irgendwie da dabei waren, hat das halt nicht geklappt hat im Nachhinein. Und ich merke nur, dass viele einfach so herumprobieren, wenn die ganze Sendung vorbei ist sozusagen. Und für mich war halt immer klar, ich will Deutsch singen. Mhm. Das war beim Finale damals wie, also Finale war bei uns so, jeder Finalist hat sich aussuchen dürfen, was er für einen Song singt. Und der Michi Tschuknall damals hat eben einen selbstgeschriebenen Song gehabt und ich habe gesagt, okay, ich würde gern Sportfreunde-Stiller machen. Und das war damals, haben alle die Hände zusammengeschlagen, was machst du? Und hin und her, willst du, dass du verlierst oder was? Und ich habe mir immer gedacht, wenn ich nicht jetzt quasi den Menschen, die die Sendung sehen, sage, was ich später machen will, wann denn dann? Also für mich war immer klar, ich mag deutschsprachig machen. Das hat meine damalige Band, wo ich mitgespielt habe, nie wollen, weil die haben immer gesagt, nee, deutschsprachig ist alles immer nur Schlager und das wollen wir alles nicht. Und ich habe immer gesagt, nein, da gibt es, weiß ich nicht, wir sind Helden, Sportfreunde Stiller, das ist doch alles leibende Musik, das hat doch nichts mit Schlager zu tun. Und ich mag deutschsprachig machen. Und habe mir dann gedacht, okay, wenn ich das machen will, bringt es ja nichts, wenn ich da jetzt so ein breites Publikum habe, wenn ich dann wieder nur alles englischsprachig mache. Das hat doch keinen Sinn. Also dann sind ja die Leute noch und dermaßen überrascht und denken sich, was hat es denn jetzt vor? Ja.
Und deshalb war klar, okay, ich mache ein Kompliment von Sportfreunde Stiller. Und weiß nur, dass ich in der letzten Woche von der Castingshow eben, ich habe kaum Gesangscoaching gehabt, weil die Nummer mit mir keiner proben wollte. Weil keiner, also weil alle gesagt haben, das ist ein Schatz, so gefühlt. Interessant. Das war ganz komisch. Also das war halt einfach so, das ist ja keine Musik, das kaliert nicht. Ja, also gewonnen habe ich ja dann im Endeffekt eh nicht. Genau, das ist eigentlich fast schon legendär, die ja, eine Show, wo der Zweite quasi genau die Karriere gemacht hat, oder die Zweite. Ja, aber was halt super eigentlich für mich war. Also ich habe halt den ganzen Druck dann nicht gehabt. Ja. Das war das Schöne. Alles hat sich auf den Michi gestürzt, alle Medien waren, der Michi ist der Gewinner und der Michi fährt jetzt nach Los Angeles und dort nimmt er seine Nummer auf mit dem Peter Wolf und jeder hat quasi, sein Album muss auf Nummer 1 gehen, sein Single muss auf Nummer 1 gehen. Er hat den ganzen Druck verspürt und das ihm wirklich nicht beneide. Und für mich war immer, ja, das ist die Zweite. Ich habe zwar dann auch eben einen Plattenvertrag gehabt und es war klar, ich nehme ein Album auf. Und es war halt alles ohne Druck. Es war also für mich gefühlt egal, ob das auf 1 geht, auf 10 geht, auf was auch immer. Ich habe auch mit Charts ja damals nichts am Hut gehabt. Ich habe nicht gewusst, was das alles heißt. Aber jetzt im Nachhinein betrachtet bin ich so froh, dass das eben nicht der erste Platz war, weil wahrscheinlich hätte ich damit nicht umgekommen. Da musst du dann abliefern. Genau. Und ich bin keiner, der mit Druck, also ich würde nicht sagen, ich kann damit nicht umgehen, aber ich bin bis jetzt immer damit sehr gut gefahren, wenn ich das mache, was ich gern mache, das mit Überzeugung. Und wenn nicht alle irgendwas erwarten, das halte ich nicht aus. Mhm. Ja, man sieht es jetzt zum Beispiel, der Michi Tschugnall, ich meine, ich weiß jetzt nicht, zumindest von der breiten Öffentlichkeit ist er nicht mehr präsent. Ich weiß er ehrlich nicht, was der... Ja. Aber so. Wahnsinn eigentlich, ne, dass der Erstplatzierte dann letzten Endes irgendwo... Aber das Phänomen, das hat man ja öfters, wo man dann teilweise so sagt, naja, sag mal fünf Namen von Castingshows, die... aus den letzten 10 Jahren auf der DSDS oder so, fallen dann fast keine ein meistens. Ne? Ich muss auch dazu sagen, ich schaue dann gar nicht ganz. Ja. Und ich bin auch echt froh, dass ich da bei der ersten Staffel in Österreich dabei war, weil ich glaube, ich wäre zur zweiten nicht hingegangen. Also wenn ich daheim gesessen wäre mit also der Chipspackung und dem Bier in der Hand und hätte mir da die Sendung angeschaut, dann wäre ich da nicht hingegangen. Also wenn ich gewusst hätte, was man dann trotzdem alles preisgibt und was da so passiert und was eine Castingshow quasi heißt überhaupt, dann hätte ich da nicht mitgemacht. Mhm. Weil das Gute war bei mir, dass man von Castingshow keine Ahnung gehabt hat. Das war die erste Staffel, da hat es auch die SDS, glaube ich, noch gar nicht gegeben. Okay. Also ich habe keine Ahnung gehabt, was es jetzt überhaupt ist. Dass man da eine private Geschichte erzählen muss, dass es auch dann darum geht, dass man eben irgendwas Privates, irgendwelche Skandale oder was auch immer erzählt, sondern ich war einfach so, es war so unbefleckt quasi das Thema Castingshow. Und das war das Gute. Deshalb habe ich mitgemacht. Ja, dabei hast du noch nicht einmal den Blick hinter die Kulissen gehabt, im Zeitraum dieser Überlegung. Ne? Ja. Wenn man das dann auch noch weiß, was sich auch wahrscheinlich hinter den Kulissen noch abspielt. Ich meine, das muss jetzt nicht immer alles negativ sein, aber... Nein, aber es war natürlich kein Zuckerschlecken, ist ja klar. Also das ist halt dann... Das Gute war wirklich, dass da alle Kandidaten von der ersten Staffel so... Es war alles, finde ich jetzt, als wenn ich mir jetzt andere Castingshows anschaue, es war alles nur so echt. Weißt du, es hat sich noch nicht jeder so verstellt, weil keiner gewusst hat, was danach passiert, dass man danach auf Tour geht, dass danach vielleicht ein Album rauskommt, dass man dann eben auch jetzt 15 Jahre später noch immer irgendwie Musik macht. Und wenn ich das alles gewusst hätte, ich hätte auch nicht gewusst, wie ich damit umgehe, einfach. Und das Schöne war eben einfach, dass das alles so umgestellt war, dass es, ja, authentisch war alles. Cool. Ich bin Andreas Berleska einmal auf dem Roten Stuhl gehabt, das ist schon ein paar Jahre her. Der ist ja einmal in der Jury gesessen bei DSDS, okay, also Fanta 4 Manager. Ja. Und der hat mir zum Beispiel gesagt, bei DSDS geht es überhaupt nicht um Musik. Also der sagt, das ist eine reine Gelddruckmaschine. Okay. Ich weiß, weil du auch relativ kritisch mittlerweile Castingshows gegenüber stehst. Nein, und es ist natürlich auch ein Unterschied immer ein bisschen. Also ich finde, Starmania war nie so wie DSDS. Ja, das war halt trotzdem es hat keinen Dieter Bohlen dabei gehabt, gell?
Markus Spiegel kommt, aber der war nicht so gemein wie der Dieter Bohlen. Nein, aber es ist halt, wenn man heutzutage bei einer Castingshow mitmacht, muss man halt wissen, dass es nicht darum geht, ob du eine gute Stimme hast oder nicht, oder ob du sympathisch bist oder nicht. Da geht es halt einfach um, es ist eine Unterhaltungssendung. Ja. Und auf das wird das alles aufgebaut und gezielt. Also das ist die Leute daheim, wollen unterhalten werden. Und mittlerweile ist es natürlich immer, umso mehr Drama und umso mehr man irgendwie erzählen kann. Also ich wäre doch heutzutage die langweiligste Person in einer Castingshow. Sagen wir uns ehrlich, was ist, ich habe keine Drogenexzesse hinter mir. Keinen Todesfall in der Familie. Nein, es ist einfach, mir ist immer gut gegangen, ich habe eine super Kindheit gehabt, meine Eltern sind noch verheiratet, über Beziehung, über Kind. Also was, ich habe kein Drama in meinem Leben eigentlich zum Erzählen. Ich habe viel zum Erzählen, aber nichts, wo jetzt die Schlagzeilen auf. Weil das ist ja zum Beispiel bei DSDS, also bevor man den oder diejenigen mit Singer her, das ist einmal die traurige Lebensgeschichte, ist einmal das Erste. Genau, sogar. Genau. Und das ist halt, finde ich, manchmal ein bisschen. Also deshalb schauen wir sowas nicht an. Ja, ja. Dadurch, dass du jetzt dann eben durch Starmania, als aus der Sicht eines Musikers, der ja selber auch bin, du hast da ja quasi mehr oder weniger dieses Tingeln durch die Lande um wenig Geld und probieren raufzukommen irgendwie erspart. Komm, das kann man schon so sagen, gell? Ja, also ich habe ja davor, vor Starmania, in einer Band gespielt, da haben wir keine Gage gekriegt und nicht viel Gage, aber das haben wir nicht durch die Lande getingelt, sondern nach Oberösterreich. Ja. Aber es war eher alles im kleineren Rahmen. Aber in Österreich, ja, das war halt einfach von heute auf morgen war das groß. Ne? Also ich habe da nicht in viele kleine Clubs oder was gespielt, sondern ja, es war dann eigentlich gleich mehr die Wiener Stadthalle. Ja, Wahnsinn. Ne? In Deutschland war es halt dann ein bisschen umgekehrt. Wobei natürlich habe ich da auch den Vorteil gehabt, einfach weil man natürlich auch dann in Deutschland in den Medien darüber berichtet hat, dass es in Österreich so groß ist. Somit haben wir zwar das Publikum in Deutschland nur live spielen müssen, weil da hat es halt kein Casting schon gegeben. Aber es war, also da haben wir auch die ersten Konzerte waren auf so Stadtfeste, wo wir also nicht eine Stunde oder 90 Minuten gespielt haben und die Leute haben sich halt eher so Bier. Ach so, warte mal, ich lebe, aber das habe ich schon mal im Radio gehört, so ungefähr. Ja. Das war halt dann so wieder eine neue Erfahrung, einfach von in Österreich, wo mich damals halt wirklich jeder kennt hat und jeder Foto oder Autogramm wollte und eben die Stadthalle ausverkauft war. Und dann auf einmal in Deutschland, wo mich gefühlt hat, vom Radio eben vielleicht ein paar kennt haben von Ich lebe, aber bei weiter kann ich heute noch mehr oder weniger unerkannt durch die Straßen gehen. Okay, was in Österreich natürlich nicht funktioniert. In Österreich ist es schwieriger. Ist das unangenehm manchmal? Ich meine, natürlich 15 Jahre, jetzt man gewöhnt sich dran. Ja, also man gewöhnt sich dran. Unangenehm finde ich es mittlerweile nicht mehr, aber ich habe Phasen gehabt, wo ich es unangenehm finde. Ja. Also ich habe, da weiß ich nur, dass ich im Schönbrunn war, im Tierpark mit meinem Neffen. Der war damals 3 oder so, also wirklich ein kleiner Stöpsel. Und ich habe einen Nachmittag mit ihm alleine gehabt, sozusagen. Und da war es ja nur genau, da haben wir dann auch irgendwelche Leute angeredet, sie wollen jetzt ein Foto haben und ich habe dann gesagt, jetzt ist schlecht quasi, ich bin da mit dem Clan und ich mag, also ich lasse den jetzt nicht alleine da stehen, da rennt man ja irgendwo hin. Also. Und das haben viele Leute nicht verstanden. Okay. Also das habe ich damals, hat mir das dann wirklich eine Zeit lang extrem genervt, weil in Österreich war dann oft die Headline in Zeitschriften, unsere Christel. Und das war dann alles so ein besitzergreifendes Ding. Also es war immer so, du musst jetzt mit mir ein Foto machen, weil ich habe doch für dich angerufen. Und das hast war deine Bringschuld quasi. Ja, genau. Und das ist dann immer so, also ja, aber nein. Also irgendwie man ist dann so hin und her gerissen. Und eben in so Situationen, wo ich einfach dann vielleicht einmal einen Tag frei gehabt habe, weil dann wirklich viel los war, einfach mit den ganzen Interviews und Auftritten. Und in Deutschland beginnt das alles. Was halt dann eben, wenn ich einmal privat mit meinen Freunden irgendwo unterwegs war, dann wollte ich einfach die Christina sein und nicht die in der Zeitung irgendwo steht und dort ein Foto und da. Oder eben, wenn ich mit meinem Neffen unterwegs war, wenn ich den einmal gesehen habe und wenn ich mit dem im Tierpark war, dann mag ich nicht Fotos machen. Interessant. Und das haben wir halt eine Zeit lang mal, habe ich damit umgehen lernen müssen, einfach, dass
einmal wer was nicht gut findet, wenn ich was sage. Oder dass man fast als überheblich dann abgestempelt wird. Ja, genau, dann hast du die ja. Also, ich habe lustigerweise diesbezüglich gerade noch, weil ich noch ein bisschen gegoogelt habe, natürlich zur Vorbereitung, gerade gesehen jetzt vom Juli 2018, es ist 2018 übrigens, auf YouTube kann man das einmal dazu sagen. Magersuchtwahn. Ja, und so. Ja. Und da, also die Schlagzeile war, also ist sie magersüchtig. Bei und trinkt sie Wodka schon genau, zum Frühstück. Genau, die Wasserflasche, natürlich. Die eine Schnapsflasche sein hat soll, hätte sollen. Da haben wir so gedacht, Gottes Willen. Da bin ich auch sehr dankbar, jetzt im Nachhinein betrachtet, die Zeit nach Starmania. Weil man muss sich das so vorstellen, ich war in einer Buchhandlung, ich habe keine Ahnung gehabt von der ganzen Medienwelt. Dann bist du im Fernsehen und von heute auf morgen eigentlich, wohin kennen die alle gefühlt. Also in Österreich hat ja, glaube ich, fast jeder das Starmania gesehen. Also gerade die erste Staffel, weil das war neich. Also ich weiß jetzt zum Beispiel, meine Nachbarn haben Starmania-Partys veranstaltet. Steht da vorher. Nein, das war damals echt eine Sensation. Ne? Genau. Ja. Und nach Starmania war es natürlich so, dass auch die Medien interessiert waren an dem, was ich mache und was ich tue. Und ich war damals natürlich, ja, neich eben in dem ganzen Business und man erzählt dann auf einmal gern was und weiß noch nicht, wo man vielleicht besser mal den Mund halten sollte. Mhm. Und das muss man alles lernen und damals war es halt auch so, da war ich magersüchtig. Dann war ich aber die nächste Woche drauf, in der gleichen Zeitung war ich schwanger, weil ich mir, keine Ahnung, einmal so im Bauch gehalten hat auf irgendein Foto. Und dann war ich wieder, Wochen später war ich drogensüchtig. Also es war dann sehr viel Schlagzeilen, die einfach nicht gestimmt haben. Und meine Mutter hat damals wirklich damit zu kämpfen gehabt. Weil die natürlich von irgendwelchen Verwandten angerufen worden ist. Und oh, was ist jetzt, was ist im Fernsehen? Und geht's ihr eh gut? Und nein, und weil jetzt ist sie ja ausgezogen, jetzt wohnt sie in Wien und nicht mehr daheim behütet. Und meine Mutter hat damals wirklich, habe letztens mit ihr geredet wieder, dass das nicht so leicht war für sie einfach, weil das war ja auch neu und das ganze Mediendings da und die Tochter ist auf einmal weg und ich war ja damals 20, also auch quasi sehr, sehr jung. War für mich aber dann in irgendeiner Art und Weise auch ein Crashkurs in Sachen Medien. In kürzester Zeit. In kürzester Zeit, genau. Und es war hart, aber ich habe daraus gelernt, also so wie jetzt zum Beispiel eben, wenn dann so Geschichten sind wie oh, mager und ihr geht's nicht gut, Christina isst mehr und du schaust schlecht aus und ich mache mir Sorgen um dich und Wodkaflasche am Frühstückstisch oder was auch immer oder in der Schwangerschaft zum Beispiel war ich auf einer Hochzeit und ich habe, also da hat es halt schöne Gläser gegeben, weil es eine Hochzeit war und natürlich waren da auch Kinder und natürlich hat es nicht nur Rotwein zum Trinken gegeben. Und ich habe einen Traubensaft im Glas gehabt und habe halt ein Foto gepostet und alle haben geschrieben, ja damals, sie trinkt in der Schwangerschaft. Wie kannst du das deinem Kind antun? Und weißt du nicht, was das für Folgen hat? Und ich habe mir nur gedacht, ich habe zolle keine anderen Probleme. Mhm. Also aus dieser Zeit damals nach Starmania habe ich einfach gelernt, dass es wichtig ist, dass ich weiß, dass es mir gut geht, dass mein Umfeld weiß, dass es mir gut geht und dann passt es schon. Ja, ich glaube, wenn man da so ein Typ ist, der das alles persönlich nimmt, da kann man zugrunde gehen. Ne? Ja, nein, und auch, dass ich dann, ich habe eine Zeit lang dann überlegt, ob ich das erklären muss dann, aber du kannst nichts erklären, weil es horchen oft nur die Hälfte Leute zu und ich kann fünfmal sagen, da war kein Wein drinnen, sondern es war Traubensaft. Es wird mir trotzdem nicht jeder jetzt glauben. Jetzt redet sie aus und genau. Sagen, da ist dann wieder die Interpretation da. Genau, ja. Genau. Und deshalb, ich weiß, was da drinnen war und was ich trinke, wenn ich schwanger bin. Und das geht auch nicht am Ton und was auch eigentlich. Die Schattenseiten des sehr Bekanntseins. Gell? Ja, so aber man lernt damit umzugehen. Mhm. Nach 15 Jahren ist das ein Klacks mittlerweile. Interessant, ich habe ein Interview gesehen. Es wäre, glaube ich, was Schönes. Langes Interview, wo du gesagt hast, dass du eigentlich am Anfang überhaupt nicht damit umgehen hast können, dass auf einmal Leute von dir alles wissen wollen. Ja. Also, und das ist sowas, mit dem beschäftige ich mich in letzter Zeit voll viel. Ich meine, ich bin natürlich genau der eigentlich die Frage hat, aber ich bin schon sehr feinwillig und denke mir dann, also weil man ist ja da, irgendwann kennt dann kein Mensch, also fast kein Mensch, und dann wollen auf einmal alle alles von dir wissen. Das muss voll schräg sein für einen selber, wo man sich dann denkt, warum?
wollen jetzt auf einmal Leute von mir irgendwas wissen, was mache ich anders, oder? Nein, es ist ja das. Ich glaube, viele Menschen haben eine Vorstellung, dass einfach von berühmten Menschen, dass das Leben anders ist. Aber im Endeffekt ist alles gleich. Ich salze auch mein Nudelwasser und ich muss auch meine Nudeln kochen. Und, also so blöd es klingt, ich habe ja, also natürlich ist der Tagesablauf manchmal ein anderer, natürlich, und es ist alles ein bisschen spontaner und ich habe jetzt keinen 9-to-5-Job, oder wie man das nennt, aber die Basissachen sind die gleichen wie bei jedem anderen. Ich habe auch meine Diskussionen in meiner Beziehung, mein Kind schreit auch mal, also es ist alles gleich. Aber ja, vielleicht ist aber wiederum genau das interessant für die Menschen, dass eben auch viel ähnlich ist. Die Greifbarkeit dann doch in letzter Konsequenz. Mhm. Ne? Man weiß es nicht. Ich meine, sowieso generell ein spannendes Phänomen, dass man einen Menschen so hochhebt und ihn so über alle stellt, generell ist er mit prominenten Persönlichkeiten, dass seine Meinung auf einmal viel mehr wert ist. Und es ist eigentlich spannend, dass der Mensch generell so Heroes braucht, offensichtlich. Ne? Ja, das ist sehr spannend. Manchmal ein bisschen irritierend auf irgendeiner Art und Weise. Also es ist halt, ich denke mir dann oft, ich finde es einerseits komisch, andererseits kann man natürlich dann auch mit einem bekannten Namen auf irgendwelche Sachen aufmerksam machen. Ich mag aber natürlich auch nicht, dass ich schreie dort lang und alle rennen dort lang. Das ist doch auch gestört. Also es muss ja jeder trotzdem selber seine Meinung vertreten. Und wenn ich rot super finde, kann wer andere noch immer schwarz super finden. Und das ist halt wichtig, dass man dann nicht einfach blind, wie ein blindes Huhn halt dem und dem nachrennt, nur weil der halt... Die Macht hättest du aber, ne? Ja, theoretisch. Komisch. Also, aber unter Anführungszeichen. Ja. Ich sehe das jetzt gerade, ich habe letztens eine ganz bekannte YouTuberin zu Gast gehabt, den nennen wir ja heute Influencer. Ja. Und das ist wirklich ein Wahnsinn. Also wenn die teilweise sagen, das und das Shirt ist cool, dann rennen da ganz viel. Ne? Also man darf das auch gar nicht unterschätzen. Nein, gar. Das ist wirklich, also das ist ja wird fast alles, in der Politik. Ja, wird alles natürlich positiv genutzt immer. Meistens, Gott sei Dank, nicht negativ. Aber ja, arg. Was gehört? Also man zu viel zu Kopf gehen lassen, darf man sich die Gedanken wahrscheinlich eh nicht, oder? Bist du da in der Gefahr, dass das ein bisschen... Nein, ich bin ja zum Beispiel oft gefragt worden, weil ja eben dann, also gerade nach Stamenia war es ja dann auch so, man hat sehr viel junges Publikum gehabt, jetzt ist ja das Publikum schon ein bisschen älter geworden. Was ich cool finde. Also in Deutschland ist es doch noch eine Spur älter, sogar wie in Österreich. Aber gerade zu Beginn war natürlich dann immer die Frage, man ist ja auch ein Vorbild. Und man muss das selber aber dann immer irgendwie abschätzen können, weil ich habe mir anhören können, auf irgendeinem Foto habe ich mir Zigaretten in der Hand gehabt und das kann ich doch nicht machen. Und dann habe ich mir gedacht, ich kann mich jetzt auch nicht verstellen. Also ich sage ja nicht nur, weil ich rauche, sollen jetzt alle rauchen. Also ich rauche jetzt auch schon seit Jahren nicht mehr, aber dieses Vorbildsein war für mich immer klar, dass ich das nicht für fremde Menschen bin. Also fremde Menschen heißt für Menschen, die ich halt einfach nicht kenne. Also, und ich kenne halt einfach viel nicht. Viel, die meine Musik hören, kenne ich halt nicht. Für mich war es immer klar, ich muss ein Vorbild für meine Schwester sein, die 11 Jahre jünger ist. Also gerade wie ich natürlich angefangen habe, jetzt da im großen Rahmen Musik zu machen, war das nur ein kleiner Zwerg. Und es war für mich immer klar, dass ich derer irgendwie keinen Scheiß vorlebe. Und jetzt natürlich für meine kleine Tochter. Also da muss ich jetzt auch nicht sonderlich viel Scheiß bauen, weil man dann immer denkt, ja, aber die sieht mir ja Tag ein und Tag aus. Aber mir war es eigentlich immer, grob gesagt, wurscht, ob ich jetzt ein Vorbild für die ganzen Jugendlichen bin, die damals halt einfach Christina Stürmer gehört haben. Vielleicht war es da nicht wurscht, vielleicht war das Ausmaß vielleicht nicht so bewusst. Ich kann mir jetzt, ich schätze jetzt nicht so ein, wie wenn dir irgendwas wurscht war. Nein, aber für mich war halt einfach meine Schwester einfach die, für die habe ich das quasi gemacht. Und jetzt nicht für irgendwelche, ich nenne sie immer fremde Menschen. Mhm. Aber also man fühlt sich ja dann auch irgendwie unter Druck gesetzt. So, du darfst das nicht machen, weil sonst ist das. Und das. Wer sagt denn das dann? Sagen das die Medien quasi mit Schlagzeilen so, das kann doch nicht sein? Oder? Nein, das ist halt einfach dann auch von
Müttern damals, glaube ich, gekommen. Ach so, okay. Die hat einfach so, mein Kind, das kannst du nicht machen, weil wenn du da jetzt die Zigarette in der Hand hältst. Wahnsinn. Also ich war wirklich ein braver Jugendlicher eigentlich. Also ich habe geraucht und natürlich trinke ich immer ein Bier, aber sonst habe ich von allem die Finger immer lassen. Also. Du traust da was, ja. Lustigerweise, unglaubliche Erfolgsgeschichte, dann... Ich habe es damals, ich war, hab's mitgekriegt, aber jetzt im Lesen ist mir wieder so bewusst geworden, diese Pause um 2009 herum. Mhm. Interessant, dass einen Satz habe ich in Erinnerung auch von einem Interview, wo du gesagt hast, naja, da war es dann echt einmal Zeit, einmal weg von dem ganzen Zirkus quasi. Ja. Und da finde ich so spannend, man hat ja immer so im Kopf diese übererfolgreichen Menschen, denen muss doch nur gut gehen. Aber selbst da ist dann irgendwann der Punkt erreicht, wo man, obwohl man das tut, wofür man dann letztendlich so brennt, so am Ende ist der Akku so leer ist, dass man einfach sagt, hey, lasst es mich in Ruhe oder ich will weg jetzt. Ja, es war halt einfach zu für mich dann an einem gewissen Punkt. Es hat in Deutschland begonnen, die Karriere, und dann war halt Österreich, es war Deutschland, es war die Schweiz, man ist viel herumgereist, ich war das nicht gewohnt. Mittlerweile, man gewöhnt sich an alles irgendwann. Und es kommt auch immer sehr viel, es kommt sehr viel darauf an natürlich auch, wie man damit umgeht. Und damals habe ich gemerkt, dass mir das alles zu viel wird. Also ich habe gemerkt, wenn dann auf einmal ein zusätzlicher Termin reinkommt, wenn es auf einmal heißt, okay, ein Konzert muss verschoben werden, eine Woche später, und das ist genau dann in den Urlaub reingefallen, den ich eingetragen habe. Das war für mich ein Weltuntergang. Okay. Also ich war dann so nah am Wasser gebaut und so mega sensibel, habe quasi gefühlt ständig einen Schnupfen gehabt, also immer so leicht kränklich, und habe gemerkt, das tut mir gerade nicht mehr gut. Die Signale also, des Körpers waren schon da, ne? Ja, also wurde einfach dann der schon Alarm geschlagen hat, so gefühlt, und dann einfach so... Irgendwie, das macht mir gerade keinen Spaß mehr. Und das ist die Gefahr, glaube ich, gell? Weil, dass man dann das wirkliche Feuer, das Grundfeuer für die Sache verliert. Ne? Genau. Und für mich war immer, okay, mir macht das alles Spaß, aber irgendwie ist mir gerade zu viel und ich muss einfach einmal abdrehen kurz. Ich muss einmal ein paar Gänge zurückschalten, damit ich das Feuer für die eigentliche Sache nicht verliere. Ja. Und dass ich mich halt auch selber da nicht irgendwie... Also, dass ich das nicht übertauche. Weil es ist nichts schlimmer, wie wenn du was machst, was dir eigentlich keinen Spaß macht. Mhm. Das war für mich immer das Um und Auf. Also, sei es egal, welche Chartplatzierung oder ob wir jetzt viel und wenig unterwegs sind oder ob viele Menschen da vor der Bühne stehen oder wenig. Wenn ich keinen Spaß mehr habe an der Sache und wenn ich auf die Bühne gehe und einfach so, ja, jetzt haben wir ein Konzert, aber eigentlich habe ich keine Lust nicht, dann ist das Falsche. Dann sollte man dann Überlegungen anstellen, gell? Und das war zum Glück bis jetzt einfach. Also ich habe immer das bewahrt, dass wenn ich auf die Bühne gehe, dass ich nervös bin. Das schöne nervöse Gefühl, immer so ein bisschen die zittrigen Knie. Und dass der Spaß einfach bleibt. Dass ich mich da einfach fallen lassen kann, sobald quasi die ersten Töne auf der Bühne erklingen und sobald meine Band spielt und so. Dass es einfach passt und dass es nicht so... nebenbei alles passiert. Mhm. Dass man einfach wirklich, dass der Spaß einfach das oberste Ding ist. Das muss man sich irgendwie behalten. Und das war eben damals, war das einfach, das war mir zu viel. An der einfach. Kippe, ne? Da habe ich zugeschalten müssen, genau. Mhm. Interessantes Beispiel dafür, dass selbst wenn man seinen Traum lebt, man sich nicht der Illusion hingeben darf, dass immer nur alles happy-peppy ist und zu 100%, sondern dass man gerade da... Und ich habe ja auch meine eigene Theorie dafür. Ja. Ich glaube ja, wenn man so für eine Sache so brennt, und ich glaube, die wenigsten Menschen kennen ja ihren Traum leben, die stelle jetzt einmal die Theorie auf, wo du wirklich das machst, was dein Lebensanliegen ist. Da ist man 24 Stunden, 7 Tage die Woche mit dem Kopf dabei. Mhm. Und ich glaube, dass das Ganze viel Energie raubt, weil man einfach so immer so, also man hat nie diesen 16 Uhr ist das Büro zu Ende und ich drehe jetzt mein Hirnkastl, genau, sondern da dreht sich das Musikantenhirn bei seiner Herzensanliegen ist halt weiter. Mhm. Und ich glaube, dass man deshalb da voll vorsichtig sein muss, dass man den eigentlichen Fokus, wo du vorher gesagt hast, das macht eh meistens Spaß, aber dieses Drumherum.
Ja, das Drumherum gehört halt auch irgendwie dazu, aber ich habe halt einfach eine Phase dann gehabt, wo man macht und tut und unterwegs ist und dann hat man vielleicht einmal ein, zwei Tage frei und dann hast du ja auch keinen Bock nicht, dass du zum Beispiel deine Freien siehst, weil du dann einfach einmal dein Hirn ausschalten willst und einfach die dir zu machen willst und einfach Ruhe. Und das ist halt dann auch irgendwie schwer, weil gerade Freunde und Familie sind ja die, die dann einfach im normalen Leben da irgendwie halten. Und das war dann für mich eben auch, man ist dann so in einem Strudel drinnen und man tut und macht und tut und macht und hat sich eigentlich selber dann ein bisschen, nicht verloren, aber das eigene Leben, das eigentliche Leben, das man nicht verlieren sollte, das normale, bodenständige, das Nudelkochen und so weiter, das Geschirrspüler einräumen und ausräumen, dass das einfach auch einfach sehr, sehr wichtig ist, dass man eben am Boden bleibt und normal einfach, ja, dass man seine Freunde und die Familie nicht einfach auf der Strecke lässt. Das war für die wahrscheinlich auch eine Challenge, ne? Die Freunde. Mm. Boah, ich bin mit Christina Stürmer befreundet, die kurz davor nur, einfach nur Freundin war und jetzt auf einmal erst da ist. Ne? Haben sie die auch verändert? Wahrscheinlich ein bisschen zwangsläufig. Ja, natürlich. Also es war ja, man muss dazu sagen, damals haben sie meine Freund unglaublich gefreut, weil ich nicht gewonnen habe. Also sie eigentlich gedacht haben, ja, jetzt zieht es wieder heim und jetzt sehen wir es wieder öfter. War nicht so. Also ich bin ja dann eben nach Wien gezogen und so weiter. Und mittlerweile haben sie halt unsere Wege, wie es halt so oft ist mit Freunden aus der Kindheit, haben sie halt einfach unsere Wege so ein bisschen verloren, nenne ich es jetzt einmal, weil jeder halt so seine eigene Familie gegründet hat. Und es wohnen noch viele in Oberösterreich und in Wien. Und natürlich findet man dann auch neue Freunde und so weiter. Wir haben noch ein bisschen Kontakt, aber natürlich nicht mehr so dick wie früher. Ja. Aber das ist ganz normal. Wie ich glaube, halt das ist der normale Lauf des Lebens wahrscheinlich so bei jedem. So wie früher halt die Schulfreunde, mit denen ist man halt leider nicht. Dann nur mit 50 noch. Also mit der einen oder anderen ja, aber halt nicht mit allen. Das ist Rudel und die Clique, mit der man früher unterwegs war, die... Die Gang von die früher. Gang. Die Hut, wie man heute sagt. Ja, da werden sie wahrscheinlich auch Leute gemeldet haben, plötzlich, die, mit denen haben wir vorher gar nicht allzu viel zu tun gehabt hat. Ne? Ja, das spannende Phänomen. Das. Ja, kannst du nur, was der und ich bin der und der. Keine Ahnung. Schöne Grüße von dem und dem, der ist da. Aha, nein, keine Ahnung, wer das ist. Hast du gleich meine Handynummer gewechselt wahrscheinlich dann? Ich habe einige Mal. Also gerade am Anfang habe ich, glaube ich, unglaublich oft Handynummer gewechselt. Boah, das war fürchterlich. Weil vor allem dann rufen dich so viele Menschen an und reden aber nichts. Also da ruft man mal an, eine Nummer, du hebst ab und es geht nur echt? Oh Mann. Ja, dann redet es wenigstens was mit mir. Nein, gerade am Anfang habe ich sehr oft Handynummer gewechselt. Mhm. Das war ganz, ganz fürchterlich. Mittlerweile habe ich jetzt meine Handynummer, glaube ich, schon einige Jahre. Gut, du bist jetzt natürlich wahrscheinlich auch ganz anders abgeschirmt, unter Anführungszeichen. Ja, und ich hebe nicht mehr bei jeder Nummer auf. Ja. Da bilden sich ja dann, wenn man richtig bekannt ist, dann auch so Netzwerke um an, die sehr vieles, glaube ich, abfedern oder von einem fernhalten. Ja, ja, ja. Nein, weil also ich könnte ja gar nicht alles selber machen. Also es ist... wenn jegliche Anfragen bei mir am Tisch landen würden, dann, also ich hätte ja keine Zeit mehr, dass ich irgendwas mache. Also dass ich ins Studio gehe und Musik schreibe oder Konzerte spiele, das geht nicht. Ja. Also ich mache jetzt ja die ganzen Social Media Plattformen, das mache ich alles selber. Das lasse ich mir auch nicht nehmen, weil ich einfach mag, dass das von mir kommt und nicht irgendwie von einem Büro. Unter deinem Namen. Ne? Ja, und es ist halt einfach, weiß ich nicht. Es ist gerade das Schöne ja, in Zeiten wie diesen, wo es Social Media gibt, dass man eben einen direkten Kontakt mit Fans haben kann. Also das war ja früher nicht so, dass es so schnell geht. Natürlich hat das auch negative Seiten, keine Frage. Also man kriegt ja genügend negative Sachen eben rumgehauen, wie eben die Wodkaflasche und was tust du deinem Kind an und, und. Aber man kriegt halt auch so schnell, weiß ich nicht, nach einem Konzert irgendwie... Und so viele private Geschichten, was da auch immer erzählt werden. Ich lese mir leider nicht alles durch, weil mir dann auch da die Zeit fehlt, also jede Nachricht, aber ich mache sehr, sehr viel einfach selber. Mhm. Und das finde ich auch wichtig, weil man einfach den Kontakt, weil ich auch wissen will, was ist das eigentlich für ein Mensch, der Christina Stürmer Musik hört? Mhm. Und wie ticken die so? Und was finden die gut und was finden die schlecht? Oder was wollen die unbedingt wieder für
Nummer hören, wenn wir live spielen. Weil es gibt ja viele, die uns die ganze Tour nachreisen oder so. Also, Wahnsinn, ne? Irre, wirklich. Also auch viele Leute, die sich einfach bei Konzerten von Christina Stürmer getroffen haben. Letztens habe ich eine Nachricht gekriegt von einem Paar, die sie kennengelernt haben bei einem Konzert von Christina Stürmer irgendwo in Deutschland. Das war irgendwie so ein Ocker, also irgendwie ein Wiesen, wo die Bühne gestanden ist und bei dem Konzert haben sie sich kennengelernt. Dann ist das irgendwie, nach ein paar Jahren ist, glaube ich, dieses Grundstück, wo die Bühne gestanden ist, ein Baugrund gewidmet worden. Die haben dort ein Haus gebaut und jetzt heiraten sie. Geschlecht. Und das ist halt einfach, also da kriege ich gleich wieder Gänsehaut, weil einfach, das ist schon arg. Ja. Das finde ich halt einfach, das war, glaube ich, 2005 haben sie sich beim Konzert von uns kennengelernt und jetzt ist irgendwie, heiraten die und was dann einfach das Ganze... Finde ich schön, einfach von solchen Geschichten her. Den mag ich dann aber auch wissen. Mag ich erfahren. Ja, verstehe ich. War da schwebst du ja quasi bei denen beiden, bist du fast göttlich über, wahrscheinlich. über deren Haus. Und ich glaube, bei der Hochzeit wird jetzt auch Seite an Seite gespielt. Wie soll es anders sein? Ja, Wahnsinn. Aber Wahnsinn. Das ist schon schön. Also das ist, finde ich, schön, was einfach Musik dann bewirkt. Also es ist jetzt nicht nur bei Christina Stürmer-Konzerten lernen sie Menschen kennen, aber eben gerade so Live-Events und so weiter, also was ich da schon gehört habe, wo sie Freundschaften gebildet haben bei diversen Konzerten. Das ist schon von den super. Geschichten gibt es wahrscheinlich hunderte oder tausende, die man dann wahrscheinlich zum Großteil gar nicht mitkriegt. Und da denke ich mir dann manchmal oft so, wenn man selber spielt, ich glaube, man unterschätzt teilweise, was man bei den Menschen auslöst, an Emotionen. Ja. Gell? Oft kriegt man es nicht mit, oft dann ist es nicht so bewusst. Ja, genau. Aber ich merke es ja selber, wenn ich Musik höre und dann, oder was jetzt zum Beispiel bei meiner kleinen Tochter Musik auch schon bewirkt und was ihr taugt und was ihr nicht taugt und wo sie mitwirbt und auch was man selber merkt, wenn man traurig ist, was man für Musik hört oder was vielleicht irgendwas auslöst oder auf einmal zum Weinen anfängst, obwohl du eigentlich gar nicht traurig bist, aber weil das einfach irgendwas eben, irgendwelche Gefühle aufwirbelt oder eben, weiß ich nicht, wenn ich wütend bin, dann habe ich letztens, dann höre ich Slipknot, was ich nie höre, aber was einfach dann, weiß nicht, gefühlsunterstützend ist und das einfach, finde ich schon sehr beeindruckend, was Musik einfach macht. Ja. Und die Kinder, die ehrlichsten Kritiker überhaupt, mit denen was nicht gefällt, reagieren sie nicht. Und sagen, nee, nächste Nummer. Ja, je erwachsener man wird, desto höflicher wird man ja, finde ich, im Leben. Ja, ist auch nicht so schlecht. Und also nicht unehrlich, aber ich glaube, man traut sich nicht mehr so direkt zu sagen, je erwachsener man wird, dass man was Scheiße findet. Jetzt, Entschuldigung. Mhm. Das sind Kinder cool. Knallhart zwar genau. Teilweise. Ja, aber irgendwie tut es bei Kindern nicht so weh. Ja. Spannenderweise, oder hat man das halt irgendwie so antrainiert bei uns, dass es einfach, dass man als Erwachsener dann immer irgendwas durch die Blume sagen muss. Dann kann man nicht so böse sein irgendwie. Gell? Kinder ist ein interessantes Stichwort, du hast das vorher auch gerade erwähnt. Was ich cool gefunden habe, ist, am Anfang war ja Christina Stürmer schon eher so ein, ich würde nicht sagen Teenie-Act, aber das Publikum war sehr jung. Ja, und was mich dann voll gefreut hat, ist, dass sie das dann irgendwie, dass das echt auch das Publikum und das Gesamtding erwachsen geworden ist. Ja. Und dass sie das heute, ich war ja überrascht, 15 Jahre später, 15 Jahre ist Armin ja schon zurück, heute jetzt wirklich positioniert hat und als ein Fundament hat und nicht nur auf irgendeinen Hype bei 14-Jährigen, die ja dann auch 3 Jahre gleich wieder sie den Nächsten suchen und dann ist man schon wieder unten. Das finde ich cool, dass das jetzt echt sie fix positioniert hat. Eh längst schon, aber... Nein, aber es ist ganz lustig, wenn man sich so alte Fotos anschaut, auch von nach der Castingshow eben, da war ja halt im Publikum, war halt wirklich so die ersten 50 Reihen. Man hat einfach so durch die Bank so 14-Jährige, würde ich ungefähr sagen. Also das war halt einfach das Alter... die damals, glaube ich, Starmania geschaut haben. Mhm. Und irgendwo ganz hinten waren dann die Eltern, die halt mit waren, weil das Kind noch nicht alleine aufs Konzert gehen darf, aber eigentlich hat die Eltern das nicht interessiert. Vorher haben sie auch nicht Zeit dürfen, weil es ja nicht peinlich war. Ja, nein, genau. Und jetzt irgendwie hat sich das ein bisschen umgedreht. Jetzt sind die Kinder mit, nur, aber eigentlich sind die Eltern beim Konzert und die Kinder halt mit, weil halt daheim Christina Stürmer gehört wird. Ja. Und das finde ich halt, finde ich schön, dass sie das so entwickelt hat. Ja, voll. Weil da kann man sich dann quasi...
eben nur mehr auf die Pause zurückzukommen, da habe ich auch gehört, Ängste ein bisschen, wenn man zurückkommt, ist man dann nur angesagt und so. Und ich glaube, da kann man sich jetzt auf so ein Fundament verlassen einfach. Gell? So ein gewisses. Kannst du die zurücklehnen eigentlich und einfach sagen, hey, eigentlich habe ich was geleistet? Ich habe die Erfahrung gemacht, die meisten Gäste am Roten Stuhl sind immer noch getrieben und haben das Gefühl, sie müssen nur einen draufsetzen und können irgendwie in der Rückschau. Ich habe das in der Pause, eben, die wir da damals gemacht haben, schon gelernt, dass ich mich auch einmal zurücklehnen kann und einfach einmal auch auf das stolz sein kann, was man gemacht hat. Und das einmal auch genießen. Nichtsdestotrotz, also ja, da gibt es ein Fundament und ich glaube, jeder, gerade in Österreich, wenn man hört Christina Stürmer, dann weiß jeder, wer das ungefähr ist. Nichtsdestotrotz ist es aber natürlich so, immer wenn ein neues Album kommt, dann fängt man wieder von vorne an, auf eine gewisse Art und Weise, weil sie Menschen trotzdem irgendwas erwarten und dann macht man das Gleiche und irgendwer sagt, jetzt machst du das Gleiche, macht man was anderes, wieso machst du was anderes? Also die Challenge ist gar nicht so, dass man nur einen drauflegt, sondern dass du die einfach einmal auf ein Level hältst trotzdem. Also es ist jetzt 15 Jahre bei mir, aber natürlich ist das Ziel, dass das nicht jetzt bei 16 Jahren aufhört, sondern dass es nur weitergeht und trotzdem musst du dann einfach immer so einen gewissen, nicht Standard halten, aber einfach was so ganz zurücklehnen und sagen, jetzt ist es vollkommen egal, was ich mache, weil den Menschen wird es gefallen, so ist es auch nicht. Also es ist Plattenfirmen haben Erwartungshaltungen, natürlich. Verkaufszahlen und so weiter. Gell? Natürlich. Und trotzdem hat man eben auch immer im Hinterkopf, dass eben morgen vielleicht irgendeine andere Welle kommen kann von Musikrichtung. Es war ja schon mal, deutschsprachig war ganz, ganz angesagt zu einer Zeit, wo es dann Bands gegeben hat wie Silbermond, Juli, Wir sind Helden, genau, es das war halt einfach Revolverheld, das war alles einmal mega Hype und dann ist ja eh einmal runtergegangen. Und da war dann auf einmal deutschsprachig, hat man halt einfach allgemein nicht mehr so gern gehört. Das kann natürlich wieder mal passieren, also es ist immer, mit jedem Album ist wieder so eine kleine Herausforderung. Also ganz los bringt man den quasi den kleinen Erfolgsdruck nie. Nein. Aber das gehört halt andererseits wieder dazu. Für mich ist ja immer nur wichtig, dass ich dazwischen auch schaffe, dass ich mich auch mal wirklich zurücklehne und einfach eben, wie gesagt, stolz bin auf das, was ich gemacht habe. Oder einfach zufrieden ist. Stolz ist vielleicht nicht das richtige Wort, sondern einfach, dass man zufrieden ist mit dem, was man ist und was man macht. Und dass man das mit Überzeugung macht einfach, weil nur dann kann es, glaube ich, funktionieren. Das ist nämlich, da habe ich echt schon viel ältere Kollegen kennengelernt, in den und durch die Gespräche, die selbst im wirklich hohen Alter auf eine unfassbare Karriere zurückblicken und nicht akzeptieren für sich kennen, dass da echt was geleistet worden ist. Und da denke ich mir dann, das ist eigentlich voll arg, weil du bist ja dann immer getrieben. Also du kannst nie, weißt du, darum frage ich das bewusst. Also, also es ist einfach, wie gesagt, gerade am Anfang ist mir genauso gegangen. Es war am Anfang, war die Castingshow, dann hat es in Deutschland angefangen, dann war der Echo, dann hat man zwei Interviews gehabt und alle waren irgendwie so, wow, die Castingshow ist ein Echo, aber eigentlich war ich am nächsten Tag schon wieder bei irgendeinem Konzert oder bei dem Interview und ich habe eigentlich nie Zeit gehabt, dass ich das alles genieße. Ich habe letztens Fotos durchgeschaut und habe Stadthallenfoto gefunden von 2003 oder 2004, was jetzt kann ich mal. 13.000 Leute in der Stadthalle und ich bin dann gefragt worden bei einem Interview, ob ich mich nur erinnern kann, was ich damals für Gefühle gehabt habe. Und ganz ehrlich, ich habe keine Gefühle gehabt, glaube ich. Also jetzt in meiner Erinnerung. Weil es wie ein Film eigentlich abgerannt ist. Es war einfach, es ist einfach zack, 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 zack. Und eigentlich auch der Echo der erste, den ich gekriegt habe. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wirklich. Weil einfach das alles so schnell gegangen ist. Eben, eigentlich total schade, dass man einfach nicht einmal sich die Zeit dann genommen hat und sich einmal hinsetzt und sagt, leibend. Eigentlich urleibend, dass man eine Stadthalle gespielt hat und dass man ein Echo hat, sondern das kann ich jetzt erst, weiß ich nicht wie viele Jahre später, dass ich mir denke, geil, wenn ich jetzt nochmal die Stadthalle ausverkaufen würde, das wäre schon fett.
Also dann würde ich es ganz anders aufsaugen und anders, also dann würde ich es einfach wirklich genießen und nicht wie so ein Film schnell, dass das abbrennt. Ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, dass man das lernen muss oder können muss, weil sonst glaube ich, das ist ein Fass ohne Boden. Man verliert sich halt da irgendwo drinnen und man ist dann wie so Marionetten ist vielleicht das Falsche, aber man ist es einfach, weiß ich nicht, für mich wäre das einfach nichts. Also ich bin jetzt wirklich sehr froh, dass ich bin viel unterwegs, ich genieße das alles, ich bin aber sehr gerne zu Hause, verbringe gerne Zeit mit meiner Familie und habe einfach jetzt über die Jahre gelernt, dass ich da dann die Waage halten kann. Dass ich mich selber nicht verliere, dass ich das genießen kann, dass ich alles genießen kann einfach. Das unterwegs sein und das unter Menschen zu sein, Autogramme zu geben und dass mir das auch nicht am Nerv geht, weil das ist halt auch oft, wenn das alles so schnell passiert, ist man halt auch schnell von allem genervt einfach. Und dass man sich halt, so kitschig es jetzt klingt, aber dass man so ein bisschen seine innere Mitte einfach gefunden hat. Mhm. Ich nenne es jetzt einmal innere Mitte einfach, dass man mit sich selber einfach zufrieden ist. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Kommt vielleicht auch ein bisschen mit fortschreitendem Alter, glaube ich. Ich sage immer, der Vorteil vom Älterwerden ist, dass man zumindest weiß, was man nicht will. Ist wirklich so. Für mich ist, das mit 30. Ja. Mit 30 war das irgendwie so ein bisschen so in der Schalter in meinem Hirn. Hat sich da woanders hinbewegt. Ja. Einfach dieses, dass man weiß, was man nicht will und dass man das halt dann einfach im besten Fall vermeidet. Ja. Hast du eigentlich das Gefühl, dass dir in Interviews jede Frage schon einmal gestellt worden ist? Ich glaube ja. Also ich bin schon sehr viel die letzten 15 Jahre einfach gefragt worden. Und natürlich sind es sehr oft ähnliche Fragen. Also es ist selten so, dass irgendwo eine Frage um die Ecke kommt, wo ich mir denke, huch, was bin ich jetzt noch nie gefragt worden? Überrasch mich. Ich bin gerade voll enttäuscht. Nein. Aber ich hab mir das gedacht, weil es gibt ja wirklich Menschen, so wie die jetzt so lange im Business sind, wo man manchmal das Gefühl hat, man kann eigentlich. Vielleicht ist es dann das Wie, wie man auf gewisse Punkte kommt. Natürlich kommt man letztlich, die Themen sind die gleichen. Aber es kommt halt auch stark immer darauf an, auf meinen Interviewpartner, muss man auch dazu sagen, weil es ist bei mir schon oft eben so, wie du sagst, kommt es darauf an, wie wer eine Frage stellt. Und es kann irgendwie die gleiche Frage sein, aber wenn der Spur anders formuliert ist und es nicht ein unsympathischer Gesprächspartner ist, erzählt man ja auch mehr oder weniger. Oder ich halte meine Frage eher in ja, nein. Oder sag vielleicht irgendeine Erklärung dazu. Also das ist natürlich immer. In den letzten 15 Jahren war das schon immer so. Hat es schon gegeben, dass auch Interviews auch voll auf den Sack gehen? Was ich schon für Interviews gehabt? Ich habe ein Interview gehabt, also es erwarten ja manchmal auch Interviewpartner einfach die große Schlagzeile. Mhm. So à la, und habt ihr geheiratet schon und ist ein Kind unterwegs und ach so, na, wenn das alles nicht ist, was soll ich dann schreiben? Okay. Also wirklich jetzt? Also da erzählt dann auch nichts mehr, weil man denkt, für was? Ja, die Clickbaiting-Abteilung, wie man das heute so sagt. Ne? Ja, Schlagzeilen sind natürlich immer sehr wirksam. Meistens, wenn man dann das liest, was sich hinter der Schlagzeile, hinter der übertriebenen Schlagzeile, ist man meistens eh, heutzutage rechnet man eh schon nur, dass die Hälfte ungefähr so arg ist, wie sie liest. Gell? Naja, und es ist halt oft so, dass eine Schlagzeile oben steht und wenn man dann den Artikel liest, kommt eigentlich kaum was von dieser Schlagzeile vor. Man denkt sich, boah, das muss ich lesen. Aber da ist man selber auch so, oder? Ja, ich weiß es nicht. Ich bin selber nicht anders. Ja, ich denke mir, das muss ich lesen. Aber ich finde, da haben die Medien, haben sie die Leute, also die Leserschaft oder Hörer, schon so ein bisschen erzogen in diese Sensationsgeilheit. Mhm. Also ich glaube schon, dass das ein bisschen gemacht worden ist in den letzten Jahren. So da ein bisschen antrainiert dann schon. Ja, wenn ich mir überlege, dass es Leute gibt, die bei einem Unfall filmen, obwohl da ein toter Mensch liegt und die Einsatzarbeiten stören teilweise. Da, ich denke mir dann immer, man darf sich vielleicht auch nicht wundern, weil ein bisschen diese Sensationsgier ist halt den Menschen schon auch. Natürlich, es ist halt, wie gesagt, teilweise von Medien einfach dann auch antrainiert. Ne? Ja. Weil das die Leute dann auch irgendwann mal haben wollen. Ja. Und die Schlagzeilen
brauchen, damit sie dann das Heft kaufen vielleicht oder so. Mit schlechten Kommentaren so im Netz und so, wie gehst du da um, ist das? Also wie gesagt, das habe ich einfach über die Jahre gelernt. Okay. Das ist halt einfach, es ist einfach immer so, wenn du im Netz, jetzt wenn ich jetzt auf meiner Facebook-Seite bin oder so, und da sind 100 Kommentare, und von den 100 sind 2 oder 3 negativ. Früher hätte ich mich wirklich auf diese 2 oder 3 Kommentare wirklich komplett aufgehängt und hätte, oh mein Gott, alles ist schlecht, weil die Fans finden das alles fürchterlich. Mittlerweile lese ich das. Natürlich denke ich mir kurz, aber im Endeffekt überwiegen dann die restlichen Kommentare, die dann ja eh im Großen und Ganzen immer positiv sind. Also man muss halt einfach. Und wenn irgendwer komplett übertrieben ist und unter der Gürtellinie ist, dann muss er halt sperren. Also manchmal ist es mir dann auch mittlerweile zu blöd, dass dann irgendwer da was zuspammt und einfach, wie gesagt, unter der Gürtellinie ist, dann kann man ja mittlerweile, weiß gar nicht, wie das heißt, verbannen oder irgend sowas oder sperren, genau. Melden. Ja, also wenn wer sagt, ich finde das schlecht, was du machst an Musik, dann ist das ja alles gut, aber wie gesagt, unter der Gürtellinie, was dann halt einfach wirklich nichts mehr mit Musik zu tun hat oder was einfach nur mehr gemein ist, dann hinweg. Okay, aber so hart die oder so dick die Haut ist, die man sich da aufbaut, dem gegenüber über die Jahre, ein bisschen pieksen tun, natürlich. Die 2, 3 dann trotzdem. Das so ganz weg bringt man es nicht. Ja. Man lernt damit umzugehen, aber trotzdem im ersten Moment pieksen es natürlich. Ja. Das kann man nicht abstellen, leider. Also leider, andererseits ist das halt menschlich. Ne? Ja. Dazu. Christina, kann man mit so einem Thema aufhören? Das ist jetzt vielleicht ein bisschen blöd, weil das jetzt gerade voll negativ ist, aber ich finde eigentlich gesamtheitlich betrachtet war das voll positiv und mir hat es voll gefreut. Nein, ja, voll. War wirklich super. Manchmal zahlt es sich aus, lange zu warten, ja. einen Wunschgast zu bekommen. Hat mich voll gefreut. Ja, danke. Danke, danke. Und an die Zuschauer zu Hause der Hinweis, ihr kennt ihn, der ist traditionell, abonniert den Kanal von Auf dem Roten Stuhl, kostet kein Geld und bringt im Optimalfall Freude, hoffe ich. Denn wir haben die coolen Gäste auf dem Roten Stuhl. Danke. Macht's gut zu Hause, danke Christina. Sehr gerne. Bis bald. Ciao.